Willkommen zurück zu Memoria. Wir haben in der letzten Folge das Schweigen gedreht. Wir haben eine ganz schwere Herausforderung, einen ganz schweren Erfolg dadurch bekommen. Wir haben herausgefunden, dass er das Rätsel auch nicht kennt. Und wir haben einen Weinkrug bekommen für ihn. Und das sollen wir mal bei Hilda herausfinden. Herausfinden. Und zwar ein bisschen Wein für ihn bekommen. Aber erstmal, hallo. Wo auch immer sie arbeitet, Hilda bleibt Hilda. Er ist draußen am Stand und jetzt arbeitet sie innen drinne. Hallo, Geron. Hallo. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Doch, klar sehe ich dich. Als der Screen schon aufkam, habe ich gleich gesehen. Ah, guck mal, da ist Hilda. Seit wann bist du die neue Schankmaid? Seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ich frag nur. Ja, heißt das. Seit wann? Okay. Seit vermisst du was Neues. Ich frag. Letzte Nacht. Kannst du dich an was erinnern? Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihnen sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Dann Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Es sind nur vier. Da fehlt eine fünfte Person. Die hat sich also nicht hier drin vergruppiert. Aber erstmal fragen wir noch einen Wein. Was ist das für ein Wein? Das ist roter Geron, aus den Nordmarken. Klingt lecker, nicht wahr? Klingt eher, als schulde mir jemand eine Kostprobe. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Oh. Bis später, Hilda. Lass mich nicht warten. Aber jetzt so, zur Heldengruppe. Ein Torvaler, ein Holzfäller und ein irgendwas. Was für ein merkwürdiger Haufen. Der schläft, der eine. Wart ihr drei gestern Abend auch schon hier? Fragt wer? Jetzt sagt schon. Wart ihr? Geht dich nichts an. Wir waren alle drei hier. Die ganze Nacht? Die ganze gottlose Nacht. Holzfäller fragen, schlafen und ausfragen? Wir fangen mal an. Du machst einen sehr entspannten Eindruck. Mein Weib hat mir heute freigegeben. Und das, nachdem ich mir gestern die halbe Nacht beim Zechen um die Ohren geschlagen habe. Eine gute Frau. Hast du nur getrunken? Nicht viel. Ich musste doch mit meinem Freund hier Karten spielen. Wer hat gewonnen? Na, ich. Der Penner hier war viel betrunkener als ich und musste ständig rausrennen. War er lange weg? Nein, überhaupt nicht lang. Aber lang genug. Dumm. Man sollte einen erfahrenen Spieler niemals während einer laufenden Partie ganz allein am Tisch zurücklassen. Eine teure Lektion, aber notwendig. Das ist ein bisschen gezinkt, die Karten. Dann fragen wir mal den Torwaler, den da vorne. Warum starrst du den Jungen so an? Ich zähle die Läuse auf seinem Kopf. Lenk mich nicht ab. Hast du das gestern auch schon gemacht? Nein. Gestern lag ich in meinem Saft und habe meinen Vater zu einem stolzen Mann gemacht. Bei Swafnir hab ich viel gesoffen. Du warst also den ganzen Abend hier? Ja, genau an diesem Fleck. Jetzt kann man noch nachhaken oder die Frage gucken, ob der aufwacht. Heda, aufwachen! Aha. Wo warst du gestern Nacht? Karten gespielt. Und? Betrunken. Den ganzen Abend? Weiß nicht, vielleicht. Gut, Verdacht äußern. Ach so! Ah, es muss also einer hier sein. Er ist sehr entspannt. Er guckt die ganze Zeit angestrengt weg. Und Verdacht äußern. Kriegen wir es irgendwie hin? Natürlich, der Schlafende. Er war die ganze Nacht weg, deswegen schläft er. Du hast den ganzen Abend hier Karten gespielt und getrunken? Weiß nicht. Vielleicht. Mehr werde ich aus dem nicht rausbekommen. Das wäre das Logischste. Aber wenn du die ganze Nacht irgendwo unterwegs bist, dann bist du natürlich müde. Er ist sehr entspannt. Also die beide sind... Ja, komm. Verdacht äußern. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Die Schlafmütze. Die Schlafmütze da. Und woher willst du das wissen? Und zwar, er wirkt bedrückt, ich habe keine klaren Antworten. Er ist als einzigster müde. Ihr beide seid hellwach. Er dagegen wirkt, als habe er die Nacht durchgemacht. Nein, er hat einfach nur zu viel getrunken. Komm wieder, wenn du etwas davon verstehst. Dann gebe ich dir einen aus. Nicht? Oh. Dann probiere ich mal weiter. Heda! Direkt konfrontieren. Einer von euch wollte gestern Nacht helfen, die Tulamiden im Wald anzugreifen. Und ich will wissen, wer.
Verschwinde. Hier verpfeift keiner keinen. Genau. Wenn ich ein Geständnis will, dann muss ich geschickter vorgehen. Dann haken wir nochmal nach. Du hast also deinen schlafenden Freund beim Kartenspiel ausgenommen. Ja, jedes Mal, wenn er mich ganz allein am Tisch gelassen hat, kam er als werdender Verlierer wieder zurück. Das zeigt, wie unerfahren er ist, im Spiel wie im Alkohol. Dann haken wir beim Torwaller nach. Du lagst also den ganzen Abend besoffen auf dem Tisch. Ist das ein Verbrechen? Nein, nein, ich frage nur. Sein Freund hat die ganze Zeit besoffen geschlafen, so hatte er Zeit, umherzustreifen. Ich glaube... Und wer soll... Sagen wir mal jetzt, der Holzfäller. Du! Und woher willst du das wissen? Verdacht zurückziehen. Deine entspannte Art verrät dich. Du bist einzigster nüchtern. Du warst als einzigster allein. Ja, allein sage ich mal. Du sagtest, du warst jedes Mal allein, als dein Freund sich draußen erleichterte. Es gibt niemanden, der bezeugen kann, wo du während dieser Zeit warst. Doch, sein Geldbeutel. Wenn ich abgehauen wäre, wie hätte ich dann jede verdammte Partie gewinnen können? Und jetzt lass mich in Ruhe. Und jetzt Heda. Der Letzte. Kann er ja nur noch eigentlich einer sein. Und wer soll... So, jetzt wird's böse. Mal gucken, was passiert. Der Torwaler. Und woher willst du das wissen? Er hat keinen Kater, er war gar nicht hier, er weicht mir ständig aus. Er war gar nicht hier. Er lag in seinem Saft. Er weicht mir ständig aus. Er weicht meinen Fragen ständig aus. Ich bin mir sicher, er hat etwas zu verbergen. Ja, meine Faust. Was? Oh. Nächstes Mal sollte ich mir ganz sicher sein, bevor ich einem Torwaler unterstelle, dass er lügt. Das Bluten. Und zurück rein. Entschuldigen wir ihn nochmal. Das war der Erfolg, das Bluten. Verdacht äußern. Ich glaube... Und wer soll... Und zwar... Der Torwaler lügt der wieder. Und woher? Er war gar nicht hier. Er behauptet, den ganzen Abend hier gelegen zu haben. Aber du sagtest, dass du jedes Mal allein warst, als du die Karten gezinkt hast. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, er war ganz schön lange weg. Ruhe. Ich muss zählen. Wo warst du? Doch nicht etwa wieder bei meiner Frau? Verdammt. Jetzt habe ich mich verzählt. Hey, ich hab dich was gefragt. Hört auf, euch zu streiten. Und du, Geron, lass bitte meine Gäste in Frieden. Tut mir leid, Heda. Es geht hier um eine wichtige Angelegenheit. Ich weiß, ich war dabei. Wie? Was? Die war die ich Fünfte? Bin es, die du suchst. Ich habe alles gesehen. Ich war betrunken und, Geron, ich wusste nicht, was sie vorhatten. Ich dachte, sie machten nur Spaß. Erzähl, was passiert ist. Wolfram sagte, die Thulamiden seien Dämonenpaktiere und hätten sich als einfache Händler verkleidet. Angeblich wollten sie ein dunkles Artefakt ins Land schmuggeln. Damit wollten sie König Efferdan stürzen und alle Frauen zu ihren Lustsklaven machen. Erst sollte sich Hartmann ins Zelt schleichen und das Artefakt stehlen und uns dann mit seiner Laterne winken. Das wäre das Zeichen zum Angriff gewesen. Aber dazu kam es nicht, richtig? Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles so verschwommen. Versuche, dich zu erinnern. Fange am besten ganz von vorne an. Gut, ich weiß noch... Es hatte gerade aufgehört zu regnen, als wir endlich die Lichtung erreichten. Ah.
Geron? Oh, Geron, es war so schrecklich. Aus seinem Körper wuchsen überall Hörner und er hatte einen langen, leuchtenden Stab auf dem Rücken. Genau wie diese Prinzessin. Versprich mir bitte, bald ist wieder alles beim Alten. Keine Sorge. Ich werde mich selbst darum kümmern. Wirst du das? Komm mal bitte mit nach draußen, ja? Verdammt. Wenn die Akademie von den Dämonengerüchten erfährt, nehmen sie mir den Fall sofort weg. Und was mache ich mit dir? Du könntest mich gehen lassen. Über den Stand sind wir doch schon lange hinaus. Glaubst du auch, es war ein Dämon? Ach, was frag ich dich? Du glaubst wahrscheinlich alles, was man dir erzählt. Ein Dämon in Andergast. Wann passiert schon sowas? Es würde auf jeden Fall einiges hier aufwirbeln. Das würde es. Also gut, es ist beschlossen. Was? Hier hast du Kohle und Pergament. Hilda soll dir ein Bild des Angreifers malen. Wir müssen genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir? Dann finde heraus, was das Vieh hier will. Vielleicht gibt es etwas, was wir als Köder benutzen können. Als Köder? So. Und als drittes brauche ich einen Kraftspeicher. Meine eigene Astralenergie wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ausreichen? Für was? Wir müssen gut ausgerüstet sein, wenn wir ihm eine Falle stellen wollen. Soll ich das etwa alles alleine machen? Ja. Erzähl mir erstmal die Dämonenfalle. Du willst einen ausgewachsenen Dämon fangen? Du bist doch nur eine mindere Novizin. Puh. Die anderen Novizen stecke ich locker in die Tasche. Und ja, ich will ihn fangen. Und ich will ihn verbannen. Natürlich ist es riskant, aber ich lasse mir doch nicht aus Vorsicht das Abenteuer meines Lebens entgehen. Fehlen nur noch die Zeichnung des Dämons, ein Köder und der Kraftspeicher. Und es kann losgehen. Dann, wie soll ich dir helfen? Wie sollte ich dir helfen? Wieso sollte ich dir helfen? Ich weiß nicht. Du bist doch über den Tatort geschlichen und hast Zeugen verhört. Du wirst schneller ans Ziel kommen, wenn du mir hilfst. Außerdem bist du alt genug, um zu wissen, was du tust. Ah, wohl wahr. Okay, wieso sollte ich dir helfen? Ich dachte, du wolltest nicht, dass ich mich in Gefahr bringe. Ach, ich wollte dich doch nur loswerden. Ich hielt dich für einen neugierigen Holzfäller. Jetzt weiß ich, du bist einer von diesen Möchtegern-Helden. Und für Möchtegern-Helden habe ich Verständnis. Ich würde auch lieber völlig unvorbereitet in eine finstere Drachenhöhle springen und mein Leben riskieren, als Tag ein, Tag aus Schafe zu scheren. Außerdem drängt die Zeit und ich brauche Unterstützung. Du hättest eine ganze Magierakademie hinter dir. Sobald die aber erfahren, dass ich einen Dämonen jage, ziehen die mich sofort ab und lassen das die Magister machen. Und die Freude möchte ich ihnen ungern allein überlassen. Oh, ich kann verstehen. Okay, ich bin dabei. Ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll. Aber wenn ich nicht mitmache, findet sie Fahi womöglich noch vor mir. Du brauchst also eine Zeichnung des Wesens, einen Köder, um es anzulocken, und einen... Einen Kraftspeicher. Hier, ich habe es dir aufgeschrieben. Und das hier wirst du auch brauchen. Ein Ring mit einer Linse? Das ist ein weiteres Artefakt aus Eulrichs Sammlung. Es nennt sich... Hasenauge. Eine Erfindung des Magister de Hoteau. Wenn du hindurch siehst, kannst du magische Spuren in der Umgebung erkennen. Versuch es. Aha. Okay. Wo haben wir es? Ach, da oben. Magische Spuren. Wollen wir mal schauen. Aha. Hast du etwas gefunden? Diese Glasscherben hier. Haben sie geleuchtet? Ja. Das heißt, jemand hat Magie auf sie gewirkt. Vielleicht sogar unser Freund. Folge der Spur weiter. Vielleicht gibt sie einen Hinweis darauf, was er sucht. Ich darf das Hasenauge behalten? Warum nicht? Der Zauber hält ohnehin nur noch 3 Tage. Danach ist die Linse wertlos. Und was, wenn ich der Spur folge und dem Vieh dabei in die Arme laufe? Dann schreist du. Viel Glück. Du findest mich auf der Lichtung. Ich höre dich schon, wenn du schreist. Kein Problem, mach einfach. Na gut, wir reden erstmal mit Hilda. An wen bin ich da nur wieder geraten? Ich hab das gehört. Ich heiße übrigens Breda. Ich bin Geron. Weidmanns Heil, Geron. Auf eine etwas andere Jagd. Ja, abenteuerlustig ist er, da kann man nichts dagegen sagen. So, wir gehen erstmal zurück zu Hilda. Wir probieren mal Kohle und Pergament. Sie was zeichnen kannst kann. Du mir den Angreifer aufmalen? Ich kann es versuchen. Das ist er. So sah er aus. Ja. Ist das ein Zauberstab auf seinem Rücken? Danke, Hilda. Du hast mir sehr geholfen. Ich hoffe nur, sie werden dieses Ungetüm so schnell wie möglich fangen. Bis dahin werde ich kein Auge zubekommen. Keine Sorge. Es gibt bereits einen Plan. Den Göttern sei Dank. Versuchen wir nochmal wegen Weilen. Was kann ich dir gut...
Ach, komm schon, Hilda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zorn. Er holt es heute Abend. Angreifer? Kannst du dich an noch etwas von letzter Nacht erinnern? Nein, nur an diesen unheimlichen Schatten. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Na gut. Und seit wann bist du die neue... Okay, wissen wir schon. Später, Hilda. Lass mich nicht warten. Nein, keineswegs. Gut, Jakob und Otto vielleicht noch was? Nö. Bis später. Und wir schauen nochmal, ob wir welche Spuren finden hier drinne. Aber ich glaube mal nicht. Wie oft sich Hilda schon beschwerte, dass ihr Zauber nicht auf mich wirkt. Dabei hat sie überhaupt keinen. Ich will auch nur gucken hier. Ach so, wir haben gesehen, dass nirgendwo ein Zauber ist. Wie oft sich dabei hat... Jetzt verstehe ich den Wink mit dem Zaunfall. Hier drinne ist nichts magisch. Und wir folgen der Spur. Erstmal zu Gerons Haus. Hier, wahrscheinlich in unser Haus. Und das ist der Rabe gewesen. Tatsache. Hier unten geht's lang und oben. Die Spuren führen hinauf zu meinem Fenster. Die eine magische Quelle ist Nuri. So einfach. Pass auf, der Rabe leuchtet. Nee? Was ist denn hier los? Jetzt wird's interessant. Was ist das? Noch mehr Scherben? Jemand war letzte Nacht hier und hat im Licht der Laterne irgendetwas Stück für Stück auseinandergepflückt und uns dabei beim Schlafen beobachtet. Was ist hier los? Können wir die Scherben irgendwie zusammensetzen? Schon? Es geht nicht. Es sind noch nicht alle Teile beisammen. Ach, das ist doch wahrscheinlich der Fahi gewesen, der uns eine Nachricht hinterlassen wollte. Will. Und wenn ich die zusammensetze, habe ich wahrscheinlich die Rätselslösung. Merkzettel, grobe Skizze. Und hier vorne ging es lang, glaube ich, ne? Vor dem Brunnen. Vor dem Brunnen, ja. Dann lass mal da lang latschen. Wer oder was immer das war, es konnte klettern. Ich will aber erstmal hier vorne lang. Zum Brunnen. Ich bevorzuge den und seit gestern war es... Kann ich nicht irgendwie davor gehen? Huch, nein, ich habe rausgetappt.